Bei Raus in den Jazz dreht sich heute alles. Heute ist Plattenbörse hier in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg. Na, der heilige Gral, wer hat denn hier den heiligen Gral? Ganz genau sehen wir es nicht und das ist auch gut so, sonst sperren sie uns. Ich bin gerade zurückgekommen von der Plattenbörse Schwäbisch Hall. Nein, ich war nicht mit meinem Pizzamobil, mit meiner mobilen Pizzeria unterwegs. Das hätte dann doch etwas zu lange gedauert. Bevor ihr dann erfahrt, welche Platten es geworden sind, habe ich eine gekauft oder mehrere von der Plattenbörse Schwäbisch Hall. Das erfahrt ihr in der Mitte oder am Ende des Videos. Jetzt am Anfang sage ich euch gleich mal das Lösungswort. Pizza. Das ist das dritte und letzte Wort, das uns fehlt, um die Lösungsphrase zu erraten. Sucht die beiden anderen Videos, in denen ihr irgendwo dazwischen oder am Ende jeweils das Wort bekommt. Und am Ende heißt es Pizza. Also, viel Spaß beim Gewinnspiel. Bald geht's weiter. Tschüss. Bei Raus in den Jazz dreht sich heute alles um Schallplatten. Wir sind in Schwäbisch Hall bei der Schallplattenbörse. Ich nehme euch mit. Wir gehen mal rein, bevor es uns schwindelig wird. Kommt mit. Heute ist Plattenbörse hier in Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg. Ich war hier vor einigen Jahren schon mal und war begeistert, in welcher Atmosphäre man hier nach gebrauchten Schallplatten wühlen kann. Heute schauen wir mal gemeinsam, was wir in der Kategorie Jazz finden. Schon im Eingangsbereich geht's hier los und wir finden hier einige der berühmten Bananenkisten, die stabil sind, um all die Schätze zu halten. Seltener Jazz wird hier angeboten, da schauen wir gleich einmal, aber ich sehe hier auch für Autogrammjäger ist hier einiges geboten. Wir haben hier Bruce Springsteen Autogramme, wir haben hier Iron Maiden und auch Kiss hat sich hier verewigt. Wir gehen mal rein. Hier ist ja alles wunderbar aufgebaut. Mehrere Händler aus der Region bis Stuttgart und an den Rand von Baden-Württemberg kommen hier, packen hier tagelang ihre Kleintransporter voll und bauen hier dann alles wunderbar auf in dieser altehrwürdigen Kirche, in der hier auch Konzerte stattfinden und der Jazzclub Schwäbisch Hall hier auch regelmäßig internationale Stars bringt, wie zum Beispiel Emma Rawitz, die Nachwuchssaxophonistin, die hier in diesen altehrwürdigen Gemäuern schon live erleben durfte. Das Tolle an Plattenbörsen ist ja, dass man hier oft günstig gebrauchte Platten findet und dass man hier sehr häufig auch gebrauchte Platten sehr teuer findet. Denn Raritäten, First Presses, Überseeveröffentlichungen, hier finden Sammler und Jäger einiges. Aber natürlich auch gibt es immer noch diese berühmten Kategorien 5 Euro, 2 Euro, 1 Euro Platten. So, einen der Aussteller habe ich jetzt vor die Kamera bekommen und frage mal, wo kommen Sie denn her? Ich komme aus Kornwestheim, aber normalerweise mache ich heute Werbung für unseren Schallplattenladen in Stuttgart-Bad Cannstatt. Wunderschöner Laden, nicht nur weil ich das mache, sondern weil auch noch mein Partner Klaus mitmacht und weil wir einfach der schönste Lade von ganz Deutschland machen wollen. Und da sind wir gerade dabei. Und bei uns gibt es praktisch alles, Rock, Pop, Jazz, außer Faschismus. Alles, was mit Faschismus zu tun hat, hat draußen vor der Tür zu bleiben. Das ist ja auch mal eine gute Einstellung. Und ich war, glaube ich, 2021 das letzte Mal hier bei der Plattenbörse Schwäbisch Hall und habe bei Ihnen, wenn ich mich, ich erinnere mich richtig, Kind of Blue gekauft. Oh, und super, genial, ja. Daraufhin wurde mir auch noch empfohlen, wenn dir das gefällt, nimm doch auch mal Herbie Man mit, Memphis Underground. Wurde mir auch empfohlen an diesem Stand und da muss ich sagen, das ist halt das Tolle an so Plattenbörsen, die Erfahrung der Händler, einfach mal mit ihnen zu quatschen, sich empfehlen zu lassen, inspirieren zu lassen, die haben es drauf. Naja gut, das weiß ich nicht, ob ich es drauf habe, aber ich finde es ja schon mal gut, wenn du da drauf reingefallen bist, dass ich der Herbie Mann empfohlen habe. Es ist tragisch, ja, ich empfehle ja immer nur meine Lieblingsplatten, gell? Und da können die eigentlich Hunderte empfehlen oder Tausende einfach. Und es ist einfach so, Miles Davis gehört dazu, wenn man jetzt dann Miles Davis nimmt, Silent, in the Silent Way,
ist zum Beispiel eine Platte, die jeder haben muss. Gell? Dann muss jeder 1000 Cent haben. Dann gibt es noch eine Hasch-Pasch von Herbie Mann, die auch jeder haben müsste. Aber darf ich eigentlich nicht weitermachen, weil die meisten Leute haben nicht mehr als 50 Platten. Und ich denke, unter 1000 Platten macht man es eigentlich nicht in der Welt. Sonst hat man nichts von der Musik mitgekriegt. Jetzt noch eine spannende Frage. Was ist denn der heilige Gral, den Sie heute mitgebracht haben nach Schwäbisch Hall, wo Sie schon beim Einpacken wussten, das ist was Besonderes, wenn ich die heute rausziehe? Den heiligen Gral habe ich gar nicht mitgebracht. Ich habe nur doppelte Sachen mitgebracht, weil ich die wirklich besten Sachen im Laden haben möchte. Aber selbst die doppelten sind noch so gut, dass ich zu jeder Platte jedenfalls eine Geschichte erzählen könnte. Und das ist für mich das Wichtigste. Und wenn ich zu einer Platte keine Geschichte erzählen kann, dann halte ich auch meinen Mund, dann ist mir es auch egal, ob die irgendjemand kauft. Aber wenn jemand mein Herzblut verschmäht, dann tut mir es immer noch weh. Jetzt nochmal, der Plattenladen, den finden wir wo? In Stuttgart, Bad Cannstatt, in der Spreuergasse. Und wenn ihr mit der Bahn von Schwäbisch Hall kommt, dann könnt ihr in Bad Cannstatt aussteigen. Das sind ganz genau bis zur Marktstraße 500 Schritte bis zum Laden. Und dann steht man genau vor der Tür. Und das ist in der Marktstraße die erste Gasse rechts rein, ist die Spreuergasse. Da ist das erste Haus dann. Wunderbar. Und wenn es mich mal nach Stuttgart verschlägt, wir schauen auf alle Fälle vorbei. Mein Tipp an euch. Dankeschön. Prima, super, bedanke mich auch. Muss man bei vielen Plattenbörsen hier in Deutschland Eintritt zahlen, um rein zu dürfen und Geld auszugeben? Ist die Plattenbörse hier in Schwäbisch Hall vollkommen kostenfrei für den, der nur mal schauen möchte? Wer es schafft, nur mal zu schauen, mein Glückwunsch. Ich habe mir vorgenommen, mich heute auf eine Platte zu beschränken. Ganz glaube ich selber noch nicht daran. Wir werden sehen. Und natürlich finde ich ja auch immer wieder Platten, die ich mal hatte und die einem dann hier wieder begegnen. Wie zum Beispiel Al Di Meola, Paco Di Lucia und John McLaughlin mit ihrem gemeinsamen Werk Passion, Grace und Fire. Hatte ich mal, weil mir Saturday Night und Friday Night at San Francisco sehr gut gefallen. Diese Aufnahme hat mir persönlich jetzt nicht so zugesagt. Sie gibt's hier, Niederlande-Pressung, für 8 Euro. 8 Euro ist auch ganz genau der Betrag, für den ich damals die Platte privat wieder weitergegeben habe. Ein anderer hat Spaß damit. Ich habe noch einen ganz besonderen gefunden, ein Fan der Schwäbisch Hall Unicorns, die Serienmeister im deutschen Football. Sehr sympathisch, auch das ist Schwäbisch Hall in Baden-Württemberg. Aber jetzt frage ich mal, was ist denn der heilige Gral, den Sie heute mitgebracht haben, die ganz besondere Platte? Da ist was aus dem Genre Prog-Rock, Synthetik, Psychedelic-Rock. Die werden auch einigermaßen gut gehandelt. Wunderbar. Finden wir so ein heiliges Stück gleich. Prog-Rock, Psychedelic-Rock ist Krokodil. Genau. Hier haben wir eine Platte Krokodil. Sagt mir natürlich als Jazz-Freund gar nichts, aber ich zeige es euch mal. Na, wer hat die zu Hause von euch? Hier wird sie für 150 gehandelt. Ganz gut, dass wir vorhin auch noch bei der Sparkasse waren. Raiffeisenbank, Hypobank und was es da alles gibt oder gab. Krokodil, Getting Up for the Morning. Da waren wir heute auch früh dran, um zur Plattenbörse Schwäbisch Hall zu kommen. Danke ich Ihnen. Bitte schön. Neben Schallplatten gibt es ja auch jede Menge CDs zum annehmbaren Preis und ganz besondere. Zum Beispiel hier Steely Dan, die Radioshows, 5 CDs für 25 Euro. Wer hat denn sowas zu Hause? Hier gäbe es es. So, wunderbar. Noch ein Händler und meine berühmte Frage, was ist denn Ihr heiliger Gral, den Sie heute mitgebracht haben, die besondere Platte? Oh Gott, ja, warten wir mal. Warte, ich suche mal. Ja, wir warten gerne, da sind wir gespannt. In welcher Preisregion werden wir uns jetzt hier abspielen? Hier ja, haben wir eine Free Jazz Platte, Tetherett, mit Micha Mengelberg, Peter Benning, Peter Brötzmann, harte Kost, aber eine super Platte. Wunderbar, ist mir bisher auch noch nicht untergekommen. Nee, das kriegt man nicht an jeder Hausecke.
Von 1977, Niederlandpressung, 80 Euro. Ja. Wunderbar, sowas findet man wahrscheinlich nur auf Plattenbörsen, wenn man mit den Experten spricht. Vielen Dank. Bitte. Ein Riesenangebot auch hier, aus allen Genres findet sich hier was. Und ich frage mal den Aussteller hier, was ist denn Ihre ganz besondere Platte am heutigen Tag? Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich glaube, aus dem Bereich Elektronik, die Platte Hotel Costes von der Stefan Pompognak, das ist moderne Musik für die jungen Leute. Ich gehe jetzt auf die 70, also nicht unbedingt das, was ich höre oder womit ich groß geworden bin, aber ich glaube, diese Platte, die finden Sie hier bei keinen Kollegen. Sonderpreis heute 50 Euro. Das ist erschwinglich für jeden Geldbeutel, denn manche Platten gehen ja bis in die Hunderte und Tausende hoch. Ja, also die wird offiziell mit 119 gehandelt. Von daher ist es wirklich ein Schnäppchen. Auch ein wunderbares Cover. Ich danke Ihnen. Gerne, gute Zeit. Danke. Erstaunlich, dass dieser Händler uns jetzt eine Platte aus dem Elektrobereich präsentierte. Vom Alter her hätte ich ihn eher auf Jazz eingeschätzt. Aber ich sehe vielleicht noch jung aus und er dachte, das würde mich ansprechen. Schwer getäuscht. Eine Platte, die die sogenannten jungen deutschen Wilden gemacht haben, das waren Mahler, Albert Oehlen, Immendorf, Büttner, Kippenberger und auch Erpenk. Erpenk ist ja letzte Woche gestorben erst. Ja. Die haben eine Platte gemacht, die halt eine sehr, sehr kleine Auflage hatte, die mittlerweile 220 Euro kostet. Ja. Und da gibt es ein Plakat dazu. Das ist besonders heftig irgendwie, weil die sitzen dann in der Sauna irgendwie. Und ganz genau sehen wir es nicht und das ist auch gut so, sonst sperren sie uns. Aber ein Saunaposter der Musiker, sowas habe ich als Dreingabe auch noch nicht gesehen. Ja. Und wie gesagt, das Covergestaltung ist auch von A.R. Penck, einem Maler der jungen Wilden irgendwie, die ja in den 80ern bekannt wurden. Welche Musik können wir denn darauf erwarten? Ist das Jazz im weitesten Sinne? Nee, das sind irgendwelche Standardstücke, eigentlich so aus dem Pop-Bereich, die von denen ziemlich massakriert werden irgendwo. Ja. Also da ist dann Going Up the Country von Kent Heat drauf oder Rock On von David Essex. Die Rache der Erinnerung. Ja. Und die werden halt von denen, das sind halt Dilettanten, die keine Instrumente beherrschen. Und die Stücke werden von denen ziemlich massakriert. Hat aber was irgendwo. Spannend, selten und 220 Euro aktuell. Günstiger wird es nicht mehr, denke ich. Eher geht es in die andere Richtung. Ja, danke dir. So, und die berühmte Frage auch an Sie, was ist denn der heilige Gral, den Sie heute mitgebracht haben, die Platte, an die Sie gleich denken? Kaplan Brothers. Kennt keiner, aber es ist momentan eine Platte, die ich oft anhöre. Aus welchem Genre denn? Das ist schwierig, läuft unter Progressiv, ist aber so quer durch den Gemüsegarten. Und als Händler, in welcher Preiskategorie spielt sich diese Platte ab? Ich habe nur einen Nachdruck, original, schwierig, ne? Also Nachdruck so im 20er vielleicht. Ne? Ach, das geht ja noch. 18. Originale denke ich mal so im unteren, mittleren, dreistelligen Bereich. Wunderbar, das geht ja. Manche gebrauchte Platten, seltene Pressungen gehen ja bis in die Tausende hinauf. Schon klar, ja. Habe ich aber nicht, leider. Oder? Dankeschön für das kurze Interview. Ja, da nicht für, danke. Noch einer der vielen Händler hier auf der Plattenbörse Schwäbisch Hall. Von wo aus sind Sie denn heute angereist? Aus Ludwigsburg. Aus Ludwigsburg, wunderbar, auch ein ganz schönes Stück bis hierher. Das sind ungefähr wie viele Kilometer? 70 Kilometer, aber ich bin öfters hier in der Stadt, also von daher ja. 70 Kilometer mit nahezu 700 Kilo Gepäck, würde ich sagen. Was, ja. Was ist denn Ihr heiliger Gral, die besondere Platte, die Sie heute dabei haben? Die besondere Platte? Ich habe gerade schon mehrere Platten von Talk Talk verkauft, die ich eigentlich selber persönlich auch sehr gut finde, ja. Von sowas kann man sich da manchmal schwer trennen, obwohl man Händler ist?
Ja gut, ich habe sie selber für mich natürlich auch noch im Regal stehen zu Hause. Das ist, ja. Von welchen Preisregionen sprechen wir denn bei Ihnen heute? Ganz unterschiedlich. Also es fängt bei 5 Euro an und ein paar Besonderheiten geht dann schon bis zu 50 Euro oder sowas dann. Wunderbar, ich denke, da ist auch für jeden Geldbeutel was geboten. Danke ich Ihnen. Dankeschön. Nochmal einen Stand, der gar nicht enden will vor lauter Angebot. Auch für Sie die Frage, was ist denn der heilige Gral, den Sie heute mitgebracht haben? Also den heiligen Gral kann ich nicht sagen, das ist für jeden ja was anderes. Also es gibt ja tausend verschiedene Stilrichtungen und ja, für jeden ist es was anderes und das ist das Gute daran, dass der heilige Gral für jeden was anderes ist. Dann frage ich mal, die Platte, von der Sie sich schweren Herzen trennen würden, wenn Sie heute einer kauft? Die habe ich nicht dabei, die steht zu Hause. Das ist natürlich prima, genauso wie ich manche Plattenbörsenbesucher kenne, die nur mit einem Fünfer auf die Plattenbörse gehen, um sich ein Kaltgetränk zu kaufen. So kommt man. Ja, wird es echt schwierig. Dankeschön. Na, der heilige Gral, wer hat denn hier den heiligen Gral? Ich kriege hier Namen genannt, die ich nicht kenne. Ich kriege hier Preise von 20, 18 Euro, der heilige Gral. Für jeden persönlich ist das natürlich etwas anderes. Aber jetzt bin ich mal gespannt, was wir hier noch aus dem Hut gezaubert bekommen. Wir waren hier schon mal, Hospitalkirche Schwäbisch Hall. Der Jazzclub Schwäbisch Hall veranstaltet hier regelmäßig auch Konzerte. Emma Rawitz haben wir hier zum Beispiel besucht. Wir sahen hier Lisa Wilhelm Quartett mit ihrem Debütalbum Potpourri. Ich kann es nur empfehlen. Ich verlinke euch unten nochmal das Album und einen Bericht, den ich in Schwäbisch Hall drehte. Darin erzähle ich euch etwas über dieses Album, über Lisa Wilhelm und ihr Quartett. Auch hier erlebt. Tolle Atmosphäre hier, tolle Akustik hier, Konzerte in Schwäbisch Hall zu erleben. Schaut gerne mal vorbei, wenn ihr nicht allzu weit weg wohnt, nehmt das wahr. Eine LP-Box, 42 Songs von Paul McCartney, gesungen von anderen tollen Künstlern. Wir haben hier zum Beispiel Maybe I'm Amazed, gesungen von Billy Joel. Wir haben Things We Said Today, gesungen von Bob Dylan. Ralf Saal produzierte das Ganze und hat über Jahre daran gearbeitet, wie ich gerade erfuhr. Er fragte Paul McCartney, ob es okay sei, ausgewählte Stücke von anderen großen Künstlern singen zu lassen. Und Paul McCartney stimmte dem Ganzen zu. Steve Miller von der Steve Miller Band, Cat Stevens, The Long and Winding Road, Wanderlust, interpretiert von Brian Wilson, das sind ja wirklich spannende Stücke, die einen schon diese wenigen Buchstaben schmackhaft machen. Die Begleitmusiker auf diesen Stücken sind aus der Band von Paul McCartney und somit wurde nur der Sänger ausgetauscht. Wahnsinnig spannend, dieses Projekt. Ich kannte es noch nicht. Der Händler hat mir die Geschichte dahinter erzählt. Wir haben ein bisschen gequatscht. Und da ich neulich erst wieder Beatles und Paul McCartney Hits auflegte, trifft wahrscheinlich diese Platte gerade in die richtige Zeit bei mir. Heimelig, schon fast heimlich. In romantischer, in spiritueller Atmosphäre, Plattenbörse Schwäbisch Hall, in einer ehemaligen Kirche. Es lohnt sich hier vorbeizukommen. Schaut gerne mal, wann wieder Plattenbörse ist. Viele Platten, immer größer werdende Händlerschar zu vernünftigen Preisen.
Und ich werf mich jetzt rein ins Getümmel. Und hier entdecke ich doch bei einem Stand alte MPS-Aufnahmen aus dem Schwarzwald. Und das erinnert mich doch an Eugen Cicero und meinen Besuch auf Mallorca. Dort habe ich von Eugen Cicero die LP In Town gekauft. Und leider hat sie es nicht bis nach Hause geschafft. Warum nicht? Schaut euch gerne noch mein Video Mallorca Plattenkauf an. Ich verlinke es euch. Hier finde ich Rococo Jazz, das Album von Eugen Cicero. Genauso wie das Album Klavierspielereien. Chopin interpretiert in Jazz von Eugen Cicero und Tschaikowski-Musik interpretiert von Eugen Cicero. Er war berühmt dafür, ein großartiger Pianist, ein Klassikpianist zu sein, der die Stücke auf seine ganz eigene Weise verjazzt hat. Leider immer noch finde ich In Town nicht. Diese Platte scheint mir nicht gegönnt zu sein. Hier habe ich noch zwei Alben gefunden von Dewey Redman, den Papa von Joshua Redman. Where Are We? Auch ein tolles Album. Ich stellte es auch mal vor auf meinem Kanal. Schaut gerne mal nach. Und Dewey Redman war lange Jahre hervorragend mit dem Saxophon unterwegs in der Jazzwelt. Regelmäßig findet hier in der Hospitalkirche die Plattenbörse statt, veranstaltet vom Jazzclub Schwäbisch Hall. Und den Veranstalter habe ich jetzt selber mal vom Mikrofon und er erzählt mir jetzt mal, wie es überhaupt zu der Idee kam, in Schwäbisch Hall eine Plattenbörse zu veranstalten. Ja, man ist ja einfach als Plattenliebhaber dauernd unterwegs und sucht Vinylschätze, ich speziell ECM-LPs, die ich sammle und dann halt auch immer suche. Und ja, irgendwann habe ich halt meinen Plattenhändler in Stuttgart gefragt, du, könnten wir denn nicht irgendwann mal eine Schallplattenbörse in Schwäbisch Hall machen? Und dann hat er gemeint, oh, tolle Idee. Er war früher öfters mal in Schwäbisch Hall und dann hat es so angefangen im Kleinen. Und jetzt haben wir hier mehr als 50 laufende Meter an verschiedenen Tonträgern. Sowohl Händler von außen wie aber auch, ja,
aus dem Umfeld von Schwäbisch Hall. Ja. Und ist immer eine tolle Sache, wir machen das zweimal im Jahr. Ist eigentlich die Resonanz auch immer gut und ja, mich freut es deshalb, dass ich jetzt nicht mehr unbedingt auf Plattenbörsen muss und die Plattenbörse hier vor der Haustür habe. Prima. Ich war ja, glaube ich, 2021 zum ersten Mal auf der Plattenbörse Schwäbisch Hall. War begeistert, wie viel Platz man hat und wie schön man auch in Gespräche kommt. Mittlerweile platzt ja alles schon aus allen Nähten. Die Atmosphäre hier ist einzigartig. Besteht denn die Gefahr, dass man hier irgendwann rausziehen muss, um sich zu vergrößern? Ja, das treibt mich eigentlich schon seit 1,5 Jahren rum, weil, wie du auch gesagt hast, die Resonanz wird immer größer, die Anfragen von Händlern werden immer größer und ich kann sie nicht mehr befriedigen. Und da war mal die Überlegung, mal kurz, ob man umzieht und sagt, okay, gut, man geht in eine größere, neudeutsch genannte Location, aber das Flair, das fehlt dann. Und soweit haben wir gesagt, gut, wir bleiben weiterhin hier, sagen ab und ja, bleibt einfach familiär. Die Veranstaltungen in der Hospitalkirche vom Jazzclub Schwäbisch Hall sind ja gerade hier einzigartig. Hab auf meinem Kanal auch ein Video zum Konzert von Emma Rawitz. Ich verlinke es euch, schaut gerne mal rein. Danke dir. Und als kleines Schmankerl zum Schluss, nächstes Jahr im März haben wir wieder unser Jazz Art Festival und eröffnen wird's Ralf Tauner. Ah, wunderbar. Über den sprechen wir auch noch. Gehen wir mal meine Plattensammlung durch. Bis dann. Bis dann. Danke. Tschüss. Ciao. Und jetzt zeige ich euch auch, welche Platten es wurden. Es wurden nämlich mehr als nur eine Platte. Ursprünglich habe ich mich ja beschränkt auf nur eine Platte. Am Ende wurden es ein paar mehr. Und zwar habe ich mir mitgenommen Miles Davis, You're Under Arrest. Dieses Album leite ich mir auf CD aus in der Stadtbibliothek Schwäbisch Hall. Seht euch gerne noch das Video an. Mir hat hier der moderne Miles Davis sehr gut gefallen. Time After Time und all die anderen schwungvoll interpretiert. Jetzt auf LP. Paul McCartney mit den Wings, Band on the Run. Wie viele Wings ist da noch dabei? Paul McCartney zumindest. Mir fehlt dieses noch. Als Beatles-Fan und Paul McCartney-Fan habe ich jetzt auch Band on the Run. Condition Near Mint steht hier drauf. Ein Klassiker, Bruce Springsteen, The River. Ich freue mich drauf. Der Geschichtenerzähler, der Altrocker, hier ganz jung noch. Near Mint Condition, Wings Over America, das 3LP Live-Set, Paul McCartney mit die Wings. Ich freue mich drauf. Soll eines der besten Live-Alben aller Zeiten sein. Soll das beste Live-Album von Paul McCartney sein. Ich habe schon einige Live-Alben. Jetzt auch Wings Over America. Eine unglaubliche Stimme. Ich freue mich drauf, sie in der Mitte meiner Stereoanlage hören zu können. Whitney Houston. Tina Turner, Break Every Rule. Über sie sprach ich ja auch schon bei meinem Besuch. Plattentipps Lehmann Audio. Da stelle ich ein Album von ihr vor. Dieses fehlt mir noch in dieser Trilogie der legendären Tina Turner Alben. Whitney Houston, auch auf diesem Album sind Hits drauf, die wir kennen. Ich freue mich drauf, sie zu hören. Whitney Houston. Und die spannende Geschichte, Paul McCartney Box, seine Hits interpretiert von Bob Dylan, Stephen Miller und einige andere. Ein Wahnsinnsprojekt, eine Wahnsinnsbox. Ich freue mich drauf, ich mag seine Songs und hier nochmal ganz anders interpretiert. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Plattenbörse Schwäbisch Hall, ich nahm euch gerne mit. Tausende Platten, auch ich habe meine gefunden. Ich freue mich jetzt drauf, sie zu Hause zu hören. Ach ja, und bis zum nächsten Mal bei Raus in den Jazz. Hier finde ich noch zwei Alben von Dewey Redman, der Papa von... Und hier habe ich noch zwei Alben gefunden von Dewey Redman, der Papa von... Joshua. Hier habe ich noch zwei Alben gefunden von Dewey Redman, den Papa von... Joshua Redman.
Where Are We, auch ein tolles Album. Ich stellte es auch mal vor auf meinem Kanal, schaut gerne mal nach.